Hallo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Ultramond. Im letzten Part haben wir uns einen klassischen epischen Kampf mit Tali geliefert, sage ich jetzt einmal, und haben ein kleines Vulpix vor Team Skull gerettet. Und ich habe mich mal ganz kurz schlau gemacht, wann ich einen Wasserstein bekomme, und das dauert noch sehr, sehr lange. Also es dauert schon noch ein bisschen und ich habe keinen Bock, dass Evoli bis dahin so viele Erfahrungspunkte bekommt und so viele Level aufsteigt, weil es als Aquana dann diverse Attacken nicht erlernen würde. Und da Aquana sowieso so wenig erlernt und dann zwei gute Attacken nicht erlernen würde, wie zum Beispiel Aurorastrahl bzw. Aquabälle, will ich es jetzt erstmal wieder ablegen, damit es keine Erfahrungspunkte bekommt. So. Aber Aquana ist safe. Das bedeutet, wenn wir den Wasserstein haben, holen wir uns Evoli raus, entwickeln es. Und warum sind hier Reifenspuren? Dann entwickeln wir unsere Evoli zu einem Aquana und haben somit auch endlich ein Wasser-Pokémon im Team. Ja, ich habe gut geschlafen und gut gegessen. Fehlt nur noch ein guter Kampf. Nur Essen. Essen könnte ich auch was. Ja, so eine Kleinigkeit könnte ich jetzt ehrlich gesagt vertragen. Bokara. Auch irgendwie ein cooles Pokémon. So, jetzt klatschen wir erstmal hier das Rokara wunderbar mit einem Durchbruch. Roms. Alter, macht es keinen Schaden. Macht er mal gar keinen Schaden. Heidewitzka. Na gut, Rokara ist jetzt nicht unbedingt das labilste Pokémon. Also es hat schon eine gescheite Defensive, so ist es nicht. Naja, es sind halt immer drei Angriffe, bis es weg ist. Sehr gut. Ich muss sagen, bisher bin ich mit meinem Team ziemlich zufrieden. Ich weiß zwar noch nicht wegen Angeberei, nö. Ich weiß zwar noch nichts wegen Bissbug, beziehungsweise Terrybug, ob ich es im Team lassen werde. Aber mit den vier, die ich bis jetzt habe, also in dem Sinne Evoli, Mitsunda, Evoli sage ich schon, Mankey, Mitsunda, Slimer und dem Käfer, dessen Namen mir schon wieder nicht einfällt. Also es entwickelt sich zu Akub. Mabula, danke. Mit den vier bin ich eigentlich schon mal ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also bis jetzt bin ich mit meinem Team doch ziemlich zufrieden. Hey, willst du auch Beef? Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Komm mal mit, das ist gerade ein Captain hier. Da ist sie wieder. Ja, schaust dich um, damit du auch mal weißt, wie heute aussehen, ha? Wie geht's, wie steht's? Kumomilch von der Ohana Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Ah, ich liebe cremiges Zeug. Deswegen trinke ich nur Butters cremiges Zeug. Alter. Und erst die... Alter! Und da ist die helle Soße, die man daraus machen kann. Unbeschreiblich gut. Ja. Ja, ja. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Deine Euter? Ach stimmt, Bissbug konnte man auch rufen. Oh, was hat Bissbug nochmal gemacht? Ah, genau, das war der Detektor. Mit dem Bissbug-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan vom Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt? Ich weiß, wie es geht. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du meine gute Freundin Tracy. Grüß sie von mir. Mach ich. Mit Hilfe von Bissbug Spürnase kannst du Items entdecken, die unter der Erdoberfläche vergraben sind. So. Ja.
wir gehen in die richtige Richtung. Da! Tafelwasser. Muss man an dem Arsch von dem Taurus schnuppern. Ein Weibchen. Dann müssen wir das suchen hier. Aha. Da. Schutz. Ja, so könnte man das jetzt immer machen, sage ich jetzt mal, mit Bissbugs so durch die Gegend laufen, aber das ist mir zu langsam. Ich mag's lieber so, muss ich sagen. Ha, was sehen wir denn da drüben? Da sehe ich doch einen Sticker. Ein Herrscher-Sticker. Oh, ein Voltilam. Ich habe aber schon einen Elektro-Pokémon. Es tut mir leid, Voltilam. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe schon einen Elektro-Pokémon. Und ich bin bis jetzt eigentlich ziemlich zufrieden. Nochmal ein Herrscher-Sticker. Geil. Immer wieder ein paar Herrscher-Sticker mitnehmen, wenn man sie sieht. Sehr gut. Nochmal ein Voltilam. Gab's hier nicht auch Pampuli? Ich hoffe, mir begegnet keins, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist dann auch wieder Mobbing. Weil ich liebe Pampuli. Und ich darf sie wieder nicht drin haben, weil ich ja gesagt habe, ich will unterschiedliche Teams haben. Kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Nicht so wie diese Lilly, die ich kennengelernt habe? Was ist das für ein Ball, den er hat? Ein Safari-Ball, kann es sein? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ist das ein Safari-Ball? Echt eine gute Frage. Ich kann es gerade echt nicht sagen, was das für ein Ball ist. Arschloch. Er hat einen Pampuli. Und lass mich raten, ist Pampuli hat Zähigkeit. Was mich aber gerade in dem Sinne eigentlich nicht interessiert, weil es sollte so oder so ein Two-Hit sein. Es hat nicht Zähigkeit, okay. So, gleich nochmal ein Durchbruch und weg mit dem Pampuli. Sehr schön. Und Slime erreicht Level 20. Ja, das ist doch wundervoll. Na, es reicht wohl nicht, seine Pokémon nur zu füttern. Als Trainer muss man auch ihr Talent fördern. Naja, aber füttern ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Sagen wir es mal so. So ganz so ohne füttern wird schwierig. Hi, Jorklev. Dich habe ich schon. Jorklev ist schon irgendwie ein süßes Pokémon. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste sich Mankey auch relativ bald entwickeln. Ich glaube, das entwickelt sich doch irgendwo Mitte 20, Mitte, Ende 20 sowas, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube so Mitte, Ende 20, 28 kann es sein? Irgendwo da. Ein Taurus. Hi. Taurus ist auch ein cooles Pokémon. Aua, hörst du mal auf. Das hat voll wehgetan. Und die Raserei wird natürlich stärker. So, ich muss mal kurz Mankey auswechseln. Weil ich habe jetzt so viel mit dem gekämpft. Jetzt muss ich auch mal mit was anderem kämpfen. Ich setze jetzt mal ganz kurz Terry Bark ein. Weil ich Mabula nicht direkt reinwechseln will. Weil Mabula hat noch relativ zittrig und zerbrechlich ist. Und so eine starke Hornattacke. Oh ja, die hat wehgetan. Und wie die wehgetan hat. Das kann Verfolgung. Gut, dass es das gerade nicht eingesetzt hat. So. Aber der Bodycheck sollte ausreichen. Ja. Sehr schön. Und Terry Bark erreicht Level 18.
Staurus hat jetzt echt viele Punkte gegeben. Heilige Scheiße. So, Menki muss mal... Ach, das geht ja so, genau. Gegen Mabula. Ja, gegen Mabula. Das passt schon. Ich will mal ein bisschen mit Mabula kämpfen. Muss man nochmal nachschauen, wann es sich entwickelt. Willkommen, Pokémon Hort. Ja, ich weiß, hier kann ich meine Pokémon abgeben. Ich weiß schon. Kriege ich irgendwas drin? Hi. Gibt man zwei Pokémon derselben Art in Pflege, werden schneller Eier gefunden, wenn beide unterschiedliche Originaltrainer haben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Du da, benutzt das, um die Kraftreserve deiner Pokémon freizusetzen. Das kommt gut. Ah, hier. Kraftreserve. Perfekt fürs Competitive, aber ich habe noch nie damit angefangen, Kraftreserve fürs Competitive zu züchten. Wolltest du gerade gegen mich kämpfen? Besondere Gabe lässt mich voraussagen, welche Typ das... Achso, das willst du machen. Du willst mir sagen, welche Kraftreserven... Welcher Kraftreserven-Typ meine Pokémon haben. Ein Münzam... Oh, Münzamulett. Sehr schön. Machst du gerade Sit-Ups unter einem PKW? Ein Pokémon-Kampf zu gewinnen ist schon mal leichter, als einen LKW zu reparieren. Das soll ein LKW sein? Na gut, ab einer gewissen Power, sage ich jetzt mal, zählt es halt nicht mehr als PKW, sondern LKW. Ist ja auch mit einem Dienstfahrzeug, das wir bei uns in der Arbeit haben. Es ist im Endeffekt zwar ein PKW, aber zählt nicht als PKW, sondern als LKW. So, ich würde mal sagen, machen wir mal einen Käferbiss drauf. Sollte eigentlich relativ... Ja, das war schöner Schaden. Das war sehr schöner Schaden. So. Und weg ist das Yorkliff. Wunderbar, Rix. Perfekt. Und ein Magnetilo. Gut, gegen Magnetilo kann ich halt einfach nichts machen mit Mabula. Das ist halt einfach so. Geh mal auf Menki. Macht am meisten Sinn. Klar, ich könnte es auch auf Mizunda, aber Mizunda hat Level 20 und Menki hat Level 19. Also in dem Sinne macht es mehr Sinn mit Menki. Außerdem sollte Menki eigentlich schneller sein als ein Magnetilo, solange das Magnetilo nicht Robustheit hat, was es hat. Okay, Donnerwelle. Na, jetzt kommt es halt drauf an. Magnetbombe. Nein. Die tanke ich leider nicht mehr. Es tut mir leid, Mickey. Ja gut, es hat nur noch einen einzigen KP, also... Ich kann einsetzen, was ich will. Das Viech geht drauf. Sehr schön. Auch wenn leider mein Menki ins Gras beißen musste. Armes Menki. Die Mogelbaum sind völlig geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Captain Tracys Z-Kraft des Typs Wasser war wohl zu viel für sie. Jetzt suchen sie sofort das Weite, wenn sie den Aquium Z auch nur sehen. Ja, ich muss also erstmal hier gewinnen. Und den Aquium Z, den bekommt dann bei mir Evoli. Beziehungsweise später halt dann Aquana. So, mal kurz Menki heilen. So. Sehr schön. Kurz wieder meine Pokémon geheilt. Damit wir da wieder Erfahrungspunkte für Menki bekommen. Und dass Mabula auch gescheit kämpfen kann. Sei gegrüßt, Mädchen auf Inselwanderschaft. Zieh dir mein Kind an. Was? Ich soll mir dein Kind ansehen. Okay. Okay. Ich soll mir dein Kind ansehen. Du schickst erstens ein Pokémon in den Kampf und dann auch noch ein Zubiris. Mit welcher Frau hast du geschlafen, dass das dabei entstanden ist?
Das würde ich jetzt zu gerne mal wissen. So, das Beste, was ich gegen Zubiris machen kann, ist in dem Sinne gerade der Funkensprung. Ih, Nachtnebel. Auf so einem niedrigen Level ist das eigentlich noch ganz gut, muss ich sogar sagen. Aber weiter mit dem Funkensprung. Sehr gut, nur zweimal getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, es hat leider nicht für einen Three-Hit gereicht. Ach komm, du hast eine Top-Genesung. Crit! Dann hat der Pisser eine Vollgenesung. Eine Top-Genesung. So, dann darf ich aber auch ein Tafelwasser einsetzen. Oh, Scanner. Ja, das hat auch wunderbar gepasst, muss ich jetzt mal meinen. Dass er da gerade Scanner eingesetzt hat. Ja. Ah, und gleich die Fullpara. Wunderbar. So muss das sein. Das habe ich mir die... Ah, doppelte Fullpara. Ja, perfekt. So, und tschüss, Zubiris. Sollte gut Erfahrungspunkte geben, eigentlich. Nur... Das war... wenig. 300. Oh, danke. Danke, Gott segne dich. Danke. Das wurde Zeit. Jetzt bekommt's ja auch den Elektrotypen dazu. Yeah. Ein Akkub. Der Bus. Das hat doch jetzt, glaube ich, schon einen Elektrotypen, oder? Ja, jetzt schon. Akkub, das Bus-Pokémon. Wird es angegriffen, gewährt ihm sein robuster Buspanzer hervorragenden Busschutz. Hartnäckige Busse crashen es mit einer Elektroattacke. Und Ladevorgang, nö, Ladevorgang brauche ich nicht. Ladevorgang ist Müll. Wir nicht benötigen dies. Sehr schön. Das ist doch schön, oder? Hier. Passt. Fähigkeit Batterie, was macht das nochmal? Spezielle Attacken seiner Mitstreiter, ja, bringt mir nichts. Aber jetzt ist Akku wenigstens mal ein bisschen zu was zu gebrauchen, sage ich jetzt einmal. So. Kämpfen wir ein bisschen mit Akku weiter. Wenn du Route 5 folgst, gelangst du irgendwann zum Plätscherhügel. Dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Da sollte sich Akkub eigentlich ganz wohl fühlen. Dieser alte Herr hier gibt alles dafür, dass ihre Kinder die Inselwanderschaft heil übersteht. Hast du Interesse an einer kuriosen Attacke, deren Wirkung sich je nach Ort unterscheidet? Dann zeige ich du mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 besiegst. Okay. Mach mal. So, 1 und 2 und 1 und 2. Oder kam dann doch irgendwie die 3? Oder vielleicht die 5? Ja, ich kann nicht zählen. Aber ich werde nicht verlieren, nur weil die andere nicht zählen kann. Das glaubst du auch nur du. Was habt ihr denn Schönes? Ein Baumball und ein Lilmini. Sollte eigentlich kein allzu großes Problem darstellen, da ich gegen beide eigentlich relativ viel machen kann. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Lilminip, würde ich sagen.
Hör auf mit Wachstum. Oh, es hat sogar ausgereicht, schön. Das ist schön. So will ich das sehen. Ah. Ja, perfekt. Das ist doch perfekt. Sehr gut. Okay. Hier noch ein Item. Oh, super Trank. Okay, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal machen wir hier mal an Ort und Stelle weiter und begeben uns weiter Richtung nächster Prüfung des nächsten Captains. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Pokémon Ultramond für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.